Tages wirst du so fett, dass wir dich zurücklassen müssen. Ach was, ich zähle zu den glücklichen Lebewesen, die essen können, ohne dick zu werden. Dann scheint ja wohl dieser Bauch, den ich da sehe, nicht zu dir zu gehören. Geht's dir gut? Oh ja, danke, Martin. Du musst ordentlich essen, damit du die lange Reise auch gut durchstehst. Ja. Schmeckt's? Ja. Gut. Das ist ja nicht zum Aushalten, dieses Getürtel. Ich hoffe von ganzem Herzen, hört mal her, wir brechen auf. Alle sofort in Reihe und Glied aufstellen. Aber ausgesprochen gut gelegen. Habt ihr nicht gehört, was ich sage? Wir brechen auf. Acker von Captain Kaiser will, dass wir losfliegen. Erst fresse ich in Ruhe zu Ende und dann hole ich mir noch eine Portion und dann fliege ich. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Oha. Mach das nicht nochmal, sonst sage ich's Acker. Ich glaube nicht, dass Acker für dich Zeit hat. Hast wohl Angst? Ihr kennt wohl alle die Setter Kaiser. Ja! Wir fliegen jetzt durch ihr Gebiet. Und auf! Es ist schon richtig warm. Man kann gar nicht glauben, dass es gestern Abend so gestürmt und geregnet hat. Das kann sich schnell ändern. Die Isetta Kaiser fühlt sich nur wohl, wenn ein ordentlicher Wind weht. Die Isetta Kaiser, wer ist denn das? Die Wetterhexe natürlich. Sag nur, die wohnt hier irgendwo. Nein, sie stammt aus Aska. Aber am liebsten treibt sie ihr Unwesen hier in Nerkes. Von mir aus kann sie kommen. Das wäre doch mal eine kleine Abwechslung. Wollt ihr wohl ruhig sein? Sie kann euch doch hören. Na und? Soll sie mich doch hören? Ich hab nichts dagegen. Ich red gern mit ihr. Wollen wir sie mal rufen? Versuch's doch mal. Lass das. Nils, bitte. Lass es! Ihr habt ja Angst. Ist sie denn so unheimlich? Sie ist schlimmer als ein Wirbelsturm und ärger als ein Platzregen. Ja, meinst du? Das ist sie. Bringt euch in Sicherheit. So fängt sie mal an. Ich bin viel besser als ein Platzregen. Ich bin sogar besser als ein Wirbelsturm. Als sie das letzte Mal mit uns ihr Spielchen trieb, landeten wir mitten auf der Ostsee. Nils, halt dich fest! Martin! Martin, hol mich aus! Krümel, halt dich fest! Ach, Hilfe! Ich treibe auf! Den Kopf runter! Das hat sie heute zum letzten Mal mit uns gemacht. In Zukunft fliegen wir einen Bogen. Oh.